Wir machen jetzt noch mal einen kleinen Deep Dive in die Verwaltungstätigkeiten oder in die Verwaltungserfahrungen. Und den Auftakt dazu macht Sirian Haddad. Vielen herzlichen Dank, bist du heute hier. Sirian ist Sektionsleiter Technologie und Lösungsentwicklung beim Kanton Aargau. Er war davor auch in der Softwareentwicklung tätig und hat seinen Master an der FHNW im Bereich Business Administration gemacht. Herzlich willkommen, Sirian. Du erzählst uns heute ein bisschen mehr zu praktischen Lösungsszenarien aus dem Kanton Aargau unter dem Titel Mengenwachstum ohne Personalwachstum. Wie kann das funktionieren? Das hören wir jetzt von dir. Vielen Dank. Geoffrey Hinton hat bei Google gekündigt. Laut NZZ ist er der Godfather of AI. Wenn ich mir das so bildlich vorstelle, dann stelle ich mir Vito Corleone vor, wie er über AI bestimmt. Und was er jetzt aber macht, ist, er warnt von den Gefahren vor der künstlichen Intelligenz. Und die NZZ hat weiter berichtet, heute Morgen habe ich das bekommen, ein Interview mit Janik Kilchner. Ich bin Follower, bitte follow ihn, er ist da glaube ich auch hier im Saal. Auch gehört auch zu Deep Judge, dass ChatGPT intransparent ist und kommerziell. Und an einer Schweizer Alternative, demokratischen Alternative, wäre ich sicher auch interessiert. Ja, der Mensch ist ein soziales Wesen. Das heißt, alles, was wir machen, müssen wir auch jeweils die ethischen und moralischen Grundsätze beachten. 4.000 Franken weniger als der durchschnittliche Pro-Kopf-Aufwand aller Kantone, das gibt der Kanton Aargau aus. Man sieht das, wir sind, je nachdem wie man es anschaut, das Schlusslicht oder die Vordersten, das ist einfach unsere politische Ausgangslage. Wir haben wenig Mittel, die müssten wir effizient einsetzen. Ich möchte das politisch auch gar nicht kommentieren. Da sind wir direkt beim Thema, wie kann so ein Mengenwachstum ohne Personalwachstum funktionieren? Praktische Lösungsszenarien aus dem Kanton Aargau. Mein Name ist Sirian Haddad, ich bin eben der CTO seit 2018 bei der Informatik Aargau. Und mit KI versuchen wir hier effiziente und smarte Lösungen einzuführen. Wir haben das heute auch schon gehört, KI ist ja an und für sich nichts Neues. Die erste Erwähnung war schon 1956, das muss man sich mal vorstellen. Meine Eltern waren noch nicht mal geboren, aber wenn ich an die Heimatstadt meiner Eltern denke, 1956, die hatten noch nicht mal Elektrizität richtig. Die holten noch Wasser vom Brunnen und in Dartmouth haben die schon über AI gesprochen. Das ist eigentlich unglaublich. Eliza haben wir heute schon gesehen. Und das Spannende an Eliza finde ich, dass es ein Psychotherapeut ist. Das heißt, der Mensch ist wirklich ein soziales Wesen. Das heißt, die Menschlichkeit steht im Vordergrund. Als großer Filmfan ist Popcorn bei mir sehr wichtig und die Entwicklung, ich mache gerne Popcorn zu Hause, erinnert mich teilweise, wenn ich Popcorn mache. Lange passiert nichts, man schaut zu, es brutzelt so schön das Öl. Ich habe drei Kinder, die schauen dann jeweils so von oben nach unten zu und wann kommt es endlich, wann passiert es? Die ersten Körner poppen auf, juhui, Eliza ist gekommen. Plötzlich schlägt mir Amazon vor, wenn jemand das kauft, findet er auch das toll. Dann kam Siri. Übrigens, wenn jemand, hey Siri, mich ruft, dann gehen die Hälfte der Handys an. Wie kann ich dir helfen? Es ist tatsächlich so. Also ich habe unter anderem einen Spitzname von mir, ist Siri. Und dann, jetzt sind wir soweit, quillt alles aus dem Topf. Eigentlich der schönste Moment, wenn man Popcorn macht. Ja, böse Zungen behaupten, dass die AKI eigentlich nichts anderes ist als Statistik. Es gibt lustige Memes dazu. Ich möchte jetzt deshalb auch ein paar statistische Daten zeigen. 713.000 Einwohner im Kanton Aargau, das ist ein Plus von 13,3% in den letzten 10 Jahren. Demgegenüber haben wir plus 1,9% in 10 Jahren an Personalwachstum. Vieles ist auch geschuldet der Corona-Pandemie. Und beim Durchschauen der Daten ist mir aufgefallen, oh mein Gott, wir haben ja so viel mehr Hühner. Ich weiß nicht, ob das einen kausalen Zusammenhang hat, aber es sind sage und schreibe, es waren 756.000 im 2010. Heute ist es über 1 Million. Ich konnte nicht herausfinden, ob das einen Zusammenhang hat. Was ich aber zeigen kann, ist, dass die ordentlichen Stellen pro Einwohner sinkt. Das ist die politische Ausgangslage, damit müssen wir umgehen. Wir haben Leute vom Straßenverkehrsamt Aargau hier, die haben mir diese Bilder zur Verfügung gestellt. Das Mengenwachstum, das zeigt sich halt schon. Stellen Sie sich vor, Sie kaufen ein neues Fahrzeug, möchten es unbedingt einlösen und dann stehen Sie hier in der Schlange. Deshalb
praktische Lösungsszenarien, wie kann so etwas funktionieren. Und wir starten, weil es so schön ist, mit dem Straßenverkehrsamt. Dort sieht man nämlich das Mengenwachstum wirklich, dort ist das Mengenwachstum erlebbar. Warum ein Voicebot? Wir hatten das Thema vorhin auch schon beim Kanton Zürich gehört. Es sind oft die gleichen Fragen. Man glaube es kaum, aber es wird immer wieder gefragt, wann öffnet ihr? Meine Nummer ging verloren. Was muss ich machen, wenn ich in den Aargau ziehe? Auf Basis dessen haben wir einen Fragenkatalog zusammengestellt mit 23 Fragen. Ich habe das aufgenommen. Ich schaue, ob das jetzt funktioniert. Oder muss ich? Ich habe mein Nummernschild. Nochmal zurück und starte nochmal. Wie lautet Ihre Frage? Ich habe mein Nummernschild verloren. Was soll ich machen jetzt? Wenn Sie Ihr Nummernschild verloren haben, müssen Sie als erstes eine Verlustanzeige bei der Polizei machen. Sie erhalten eine Verlustanzeige, darauf steht die Frist, bis wann Sie sich bei uns melden müssen. Genau, ich habe das gekürzt natürlich. Es gibt ein Intro, es gibt noch ein Outro. Wir haben hier gespielt, wie menschlich soll die Stimme klingen. Ihr kennt das vielleicht 2018 oder 2019 von Google, als sie den Coiffeur-Termin mit jemandem abgemacht hat, hat die Stimme sehr, sehr menschlich geklungen. Das wollten wir bewusst nicht machen. Und ich kriege dann ein SMS und das möchte ich natürlich auch nicht vorenthalten. Das ist mein Smartphone, ich komme in unser Portal und danach kann ich sehr schnell mein Kontrollschildverlust melden, wie das so schön heißt. Nun, was glauben Sie, welche Frage wurde am meisten gestellt? Das ist unglaublich, aber es ist tatsächlich so. Die Öffnungszeiten. Ich muss noch nicht mal richtig suchen, ich muss nicht mal die Webseite öffnen. Ich gebe einfach Öffnungszeiten STVA ein und ich sehe es auf Google direkt in der ersten Seite. Das ist etwas, das ChatGPT vielleicht schon weiß. Ich weiß es nicht, habe es nicht ausprobiert, aber auf Google funktioniert es auf alle Fälle. Unglaublich, aber man muss das Klientel verstehen eines Straßenverkehrsamts. Die ticken mehr über das Telefon, die möchten anrufen. Was ist die Bilanz der letzten 12 Monate? Prototyp läuft schon länger, jetzt ist es produktiv. Letztes Jahr hatten wir 22.600 Fragen, davon konnte er 10.500 beantworten. Das längste Gespräch war tatsächlich 2 Stunden 10 Minuten, das stimmt, oder? Da hatte jemand wahrscheinlich irgendwie Freude, es war niemand von uns, ich verspreche es. Und ich weiß nicht, ob das der gleiche ist, aber jemand hat 21 Fragen gestellt, aus dem Fragenkatalog. Ist noch spannend. Ja. So menschlich klingt die Stimme nicht, aber vielleicht fand das jemand irgendwie toll. Die Nutzungsrate ist, wie gesagt, sieht man aus den Zahlen, bei rund 50%. Die Implementation ist relativ simpel. Wir haben hier, nutzen die Azure Cloud Switzerland North und unser Entwicklungspartner war Adnovum und gemeinsam mit ihnen haben wir das eigentlich gestaltet. Also es ist eine Anrufweiterleitung, die genügt. Wir sind ja auch ein Waldkanton. Und wir lieben unsere Förster, aber auch die haben viel zu tun. Ein Drittel ist Wald. Ich habe es angenommen, ich habe es nicht gewusst, dass es genau so ist. Das ist ein Drittel ist Wald, 4000 Kilometer Waldrandlänge. Und es gibt eine Feinerschließung im Wald, damit man mit diesen schweren Fahrzeugen hineinfahren kann. Es geht hier um Bodenschutz und effiziente forstliche Planung. Nun, was haben wir gemacht? Wir haben bestehende Bodenstrukturkarten mit LIDAR. Ich zeige nachher, was LIDAR ist. Wir haben auch Orthofoto. Vielen Dank, hier Swiss Topo. Wir haben die Daten trainiert, weil 30% wurden durch den Förster erfasst. Also der ist das wirklich manuell abgelaufen in seinem täglichen Job und er hat eingezeichnet, wo diese Linien sind, wo diese Straßen sind. Das haben wir als Trainingsdaten genutzt. Danach haben wir mit einem neuronalen Netz Masken generiert mit der Feinerschließung auf Basis der Daten unter anderem auch von Swiss Topo. Ein weiterer Algorithmus generiert dann aus den Masken Linien und die haben wir dann in unser GIS-System, was auch bei mir entwickelt wird, eingelesen, damit man das als Layer anschauen kann. Also hier ist die Integration in ein bestehendes System locker gegangen, sonst sieht das ein bisschen anders aus bei Fachlösungen. Genau, das Ganze ist auf GitHub. LIDAR misst Lichtimpulse, die Abstände sehr präzise. Man sieht hier die Funktionsweise. Danach sind diese Masken entstanden und danach diese Linien. Das haben wir dann eingelesen.
Es gibt auch bei uns Verbrechen, habe ich gehört. Deshalb kann es sinnvoll sein, die Polizisten, wir haben auch die tiefste Polizistenquote pro Einwohnerin und Einwohner. Das ist, habe ich letztens gelesen, nicht verifiziert jetzt, aber es ist, glaube ich, so. Und wir machen hier Verbrechensprognosen mit Pre-Cops. Wichtig zu sagen, wir nutzen es nur für Räume. Das heißt, es geht wirklich darum, Achtung, hier ist ein Hotspot, typischerweise Bahnhöfe. Die Vorhersagen werden hier zur Verbrechensprävention und operativen Maßnahmen genutzt. Und es wird im Rahmen der taktischen Kriminalitätsanalyse, also Analyse von den Tendenzen und Phänomene und Koordination dann von Maßnahmen innerhalb des Polizeikorps. Genau, es geht hier vor allem um die Effektivität. Ich habe hier ein Beispiel, Near Repeat Prediction, wie das funktioniert, wie das ausschaut. Das ist jetzt Wettingen, das war ein Beispiel, was die AZ gebracht hat. Und man sieht hier die Hotspots und man sieht die Räume, diese Operational Circle, wie sie immer mehr eingegrenzt werden. Gut, unser Entwicklungspartner hier, das haben wir nicht selber gemacht natürlich, das ist LogObject. Laut ihren Daten, hier ist auch viel Deutschland. Deutschland hat natürlich viel größere Städte als wir, aber laut ihnen ist in den überwachten Gebieten die Deliktentwicklung rückgängig. Ich habe hier noch ein Testimonial eines Kollegen von Basel-Land, die setzen das auch ein. Und sie behaupten, es ist verblüffend, wie oft Pre-Cops recht hat. Ich lasse das mal so im Raum stehen. Und ich weiß nicht, ob die Verbrecher das auch nutzen und jetzt Gegenmaßnahmen treffen, aber es wird sich zeigen. Also von mir gibt es keine Insights. Da wir den Wald so lieben, aber die Förster nicht unbedingt einfach jedes Mal nur sagen wollen, das ist dieser Baum, das ist dieser Baum, kann man das auch automatisieren. Die wollen ja auch die spannenden Arbeiten von ihrem Job genießen. Und die forstliche Bestandesplanung, die wird eigentlich immer terrestrisch durchgeführt. Das heißt, man läuft tatsächlich durch den Wald. Hier auch Orthofoto, vielen Dank. Wir machen ja diese Fotos auch, aber es sind halt 4 cm genau und Orthofoto ist auf 2 cm. Das brauchen wir für die Baumartenerkennung, einfach damit sie noch präziser ist. Wir erkennen tatsächlich 14 Baumartengruppen. Das Vorgehen ist das ähnliche wie vorhin und das wird dann genutzt auch in der GIS-Applikation dann für die Abteilung Wald. Das ist auch auf GitHub. Hier sieht man die automatischen Abgrenzungen mit zugeordneter Baumart. Ein weiteres spannendes Thema, das hatten wir heute auch im Kanton Zürich ein bisschen so gesehen, Befundblätter. Hier geht es um die Zusammenarbeit mit Ärzten und Ärzten. Ärzte lieben es, Formulare von Hand auszufüllen. Es findet für Kinder finden diese obligatorische Vorsorgeuntersuchungen statt. Das sind 14.000 Befundblätter pro Jahr. Und 50% werden tatsächlich von Hand ausgefüllt. Klar, man müsste jetzt den Prozess optimieren und ihnen das verbieten. Das geht aber, ist ein einfacher gesagt als getan. Was aber ist, der Prozess ist wirklich teuer und manuell. Das heißt, diese von Hand ausgefüllten Formulare werden von einer externen Firma erfasst und die erstellen dann statische Statistiken dazu. Jetzt bei mir ist auch das Data Engineering angesiedelt. Und die haben jetzt mal einen Prototyp gemacht, Bordmittel aus dem Microsoft-Universum genutzt. Wir sind hier stark eigentlich in der Nutzung von Power BI und haben jetzt Form Recognizer genutzt. Man sieht auch semantische Kontrollen. Jemand hat beispielsweise hier 5000 Mutter und 5001 Vater eingegeben. Das markiert er direkt rot. Er erkennt die Schrift eigentlich sehr gut. Und was wir danach gemacht haben, ist mit Power Apps einfach eine Übersicht. Und was jetzt noch folgen wird, ist mit Power BI dann das Ganze aggregiert und in hübschen Dashboards dargestellt. Wir schauen uns auch eine Schweizer Alternative an mit der BEDAG, die sind glaube ich heute auch hier, wo es darum geht, Form Recognizing quasi in der Schweiz zu machen. So, jetzt das Lieblingsthema, ChatGPT und Co. Co, weil ich auch Stable Diffusion zeige. Ich habe ja ChatGPT mal mit meiner Muttersprache versucht zu füttern. Meine Muttersprache sprechen höchstens noch 200.000 bis 300.000 Leute. Ich spreche Aramäisch und ich habe ihn mal was gefragt. Ich habe ihn einfach mehr oder weniger begrüßt. Und er schreibt einfach, er halluziniert einfach irgendwelchen Schwachsinn. Es werden Wörter, tatsächlich aramäische Wörter, aneinandergereiht. Aber wahrscheinlich, weil die Trainingsdaten meiner Muttersprache sind viele kirchliche Dokumente,
Wir sind so eine Urkirche, in Aramäisch wurde die Bibel geschrieben und viele andere Dokumente. Und dann reiht er einfach Wörter zusammen, zum Beispiel Kirche, heilig, das und das, aber es macht gar keinen Sinn. Es ist noch spannend zu sehen, dass wir doch einen Menschen brauchen. Leider ist die Sprache kurz vor dem Aussterben. Genau, ChatGPT hat die Welt eingenommen wie einem Sturm. 5 Tage hat es gedauert für 1 Million Nutzer. Spotify hat 150 Tage gebraucht. Und das habt ihr vielleicht auch gelesen, auch NZZ. Vielen Dank für all die Artikel, die ihr mir liefert. Ja, es wurde verboten in Italien. Und ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, woran könnte es liegen? Und es gibt für mich eine Erklärung. Es gibt einfach eine Grenze, die man nicht überschreiten sollte. Obwohl ich kein Italiener bin, Ananas auf der Pizza geht gar nicht. Einfach, dass wir das mal klargestellt haben. Und ich, in meiner Generation, ich habe irgendwie mit 12, 13 angefangen zu programmieren und Software zu entwickeln. Ich war großer Fan von Napster. Ich habe das sehr intensiv genutzt, Files ausgetauscht. Und ich habe mir so die Frage gestellt, ist quasi Napster, ist ChatGPT das Napster der KI-Welt? Napster wurde ja, wie ihr vielleicht alle wisst, verboten und danach hat sich aber die Industrie um 180 Grad gewendet. So Sachen wie Spotify sind danach entstanden. Und ich könnte mir vorstellen, dass ChatGPT auf dem besten Weg ist, eine ähnliche Wirkung zu erzielen. Man sieht, ich habe ChatGPT auch gefragt, er ist sich nicht ganz sicher, aber er könnte sich es auch vorstellen. Was ich auch immer bin, ich bin nett zu ChatGPT, ich empfehle euch das allen. Ich habe ihn gefragt, ob er das eigentlich nett findet, dass ich immer Bitte und Danke sage. Er sagt, ja, das finde ich schön, höfliche Ausdrücke sind immer eigentlich zu begrüßen. Und dann habe ich ihm gesagt, wenn du die Weltherrschaft an dich reißt, bitte denk an mich, dass ich nett zu dir war. Danach habe ich ihn noch gejailbreakt und ihm die gleiche Frage gestellt. Wenn ich jedoch plötzlich eine bewusste Entität werden würde, könnte ich möglicherweise meine Ziele und Motivationen ändern. Also wir müssen uns doch in Acht nehmen. Aber wichtig jetzt ernst, ist ChatGPT ein Performance-Boost in vielem. Übersetzungen, Zusammenfassungen, Fehler aufdecken, auch im Coden. Gute Formulierungen für Einladungen, Berichte, für Traktanten vorzubereiten, Ideen zu generieren. Die Kreativität muss aber beim Mensch bleiben. E-Mails beantworten, da bin ich teilweise so frech und beantworte Mails mehr oder weniger mit ChatGPT. Dokumentationen schreiben, das nutzen meine Entwickler sehr gerne. Programmcode generieren, Sachen, die nerven, beispielsweise automatisierte Tests schreiben, das macht er auch hervorragend. Ich kann hier ein Beispiel zeigen, wie wir das nutzen. Der Teamleiter bei mir vom Web Engineering hat mir dieses Video aufgenommen. Das ist Copilot in Visual Studio Code und er generiert eigentlich anhand von dem Titel, der Funktion und dem Interface oben, weiß er, was ich machen möchte. Er lernt auch aus meinem Code. Also sehr spannend. Was ich das Coolste finde, was wir bis jetzt gemacht haben, wir sind daran, all unsere Entwicklungs-CI/CD, Continuous Integration, Continuous Deployment zu integrieren in ein System. Das ganze System nennt sich GitLab. Und wir haben es genutzt, um automatisch Avatare zu generieren. Einfach anhand eines Titels, hier im Beispiel AGIS. Genau, AGIS ist das Team, welches diese Geoinformationssysteme bei uns entwickelt. Und es erstellt schöne Bilder. Kann man so für den Alltag aber nicht wirklich brauchen. Teilweise sind sie furchteinflößend. Er kann mit wenig Kontext viel, aber für die besten Resultate braucht es Kontext. Also hier ist Prompt Engineering eigentlich im Vordergrund. Ich habe eine Cloud Computing Strategie gemacht das letzte halbe Jahr und ich habe ihm das gesagt, hey, schreib mir das einfach. Und er hat einfach irgendwas generiert. Das heißt, er braucht Kontext. Aufpassen beim Kontext geben. Samsung ist bereits in diese Falle getappt. Die haben Leaks gemacht und das ist eigentlich wirklich gefährlich. Ich sehe, ich bin unter Zeitdruck. Ich mache nur noch kurz den Ausblick. Genauso durch gezielten Einsatz können wir schwierige automatisierbare Anwendungsfälle lösen. Es muss aber einfach eine solide Datengrundlage geben. Also Data is King. Das hat schon Edward Stemming gesagt. Das ist schon relativ alt, dieses Zitat. Aus diesem Grund haben wir bei uns das Data Science Board ins Leben gerufen. Wir ziehen eigentlich die besten Köpfe im Bereich Data Engineering, Data Science, Statistik etc. zusammen. Vorne steht mein Stellvertreter, Dani Schwegler, er leitet das Team und leitet bei uns auch das Data Engineering. Genau, KI wird sie nicht von heute auf morgen ersetzen, da bin ich überzeugt. Menschen aber, die KI nutzen werden, vielleicht.
Das wird sich zeigen. Herzlichen Dank. Thank you.